Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Doraemon Story of Season und wir haben wieder Winter. Das bedeutet, am Dienstag findet die Schatzsuche statt. Sehr gut, und dann steht hier noch das Kuhwettbewerb an. Ich hoffe, dieses Jahr werden wir gewinnen. Kochwettbewerb, bringt eure leckersten Gerichte. Haben wir, glaube ich, auch nicht daran teilgenommen, ja? Dank, okay. Erntewettbewerb und Neujahrsfest. Ja. Guck, schauen wir uns erstmal das Winterliche wieder an. Ist lange her, wo wir im Winter waren, ich weiß. Und es ist morgens noch dunkel. Und das erste, was wir machen. Wir machen. Wir rollen den Schneeball. Erste Amtshandlung: einen Schneemann bauen. Plop. Yeah, der sieht aus wie Studio. Okay, sehr gut. Ja, wir machen immer um die Tiere wieder, wie immer, ne? So. So. Dass die Tiere übrigens festkleben an der Ort und Stelle, ist übrigens ein Bug. Ja, habe ich auch bereits feststellen dürfen. Es ist normalerweise so, dass die Tiere eigentlich frei herumlaufen. Aber diese Tiere, so, ich sag euch eins, die Tiere da oben sind jetzt festgestellt, bleiben jetzt an einem Ort und Stelle. Dasselbe mit den anderen Tieren hier unten. Siehst du mal, guckt euch das an. Guckt das an. Sehr traurig, ich weiß. Die bewegen sich jetzt auch nicht. Aber sobald sich die Hühner bewegen, bewegen sich die Kühe aber auch genauso. Das Dorf ist schon groß. Das ist mir schon öfters mal aufgefallen. Ja, ein bisschen traurig, ja. Heute Sonntag hat er die Kaffeemampf auf. Wie hat er heute auf? Ab 12, okay. Ich will die. Eigentlich will ich die nicht melken, ne? Ich merke jetzt nur hier, Spongy. Weil es die beste Kuh ist. Habe ich die alle gebürstet jetzt? Ne, habe ich nicht, okay. Weil Spongy unsere beste Kuh ist und mit der Kuh wollen wir natürlich auch im Rennen gehen. Um zu gewinnen. Deswegen wird es nach der Story immer noch ein paar extra Parts geben, falls wir bis dahin die Story beendet haben. Damit ihr Bescheid wisst. So. Dann beschenken wir jetzt erstmal die alte Dame. Und die Katze. Zweimal natürlich. So. Sie steht Punkt 9 Uhr auf. Merkt euch das. Punkt 9 steht sie auf. 5, 4, 3, 2, 1. Tada! Vielleicht soll ich besser nach Hause gehen. Das sieht doch regen aus. Okay. Habe ich ihr jetzt einen fucking Tierkeks gegeben? Gott! Das wird ja nie was mit mir. So ein Mist. Habe ich ihr einen Tierkeks gegeben. So weit ist es schon gekommen. Ist der gute Bull da. Bull. Bull. Nein. Ich wollte ihr nur einen Keks geben. Ach. Da warten wir aber bis um 12. Aber nicht vor der Tür. Vor der Tür legt man sich nicht hin in diesem Spiel.
Oh, es schneit. Nice. Gut. Wir gehen jetzt trotzdem mal rein. Ich will gucken, was wir Neues für Rezepte kaufen können. Vielleicht können wir ja und so herstellen. Ja. Für die halt Melonen. Nicht, dass ich das wieder falsch gebe. Meine Güte, wo sind Kekse hin? Da. So, du auch nochmal einen Keks. Zutaten. Yes! Wir haben Rettiche. Sehr gut. Rezepte. Pfannkuchen. Maiskolben. Mont Blanc. Samosa. Kompott. Eierstich, Dorayaki-Sandwich, Thunfisch im Öl, ein Sandwich und Wok-Gemüse. Sehr gut. Dann gehen wir jetzt zu Vena. Naja, wir gehen mit der Tür zu Vena, ne? Ja. Hallo, Vena! Wie kriegt ihr euren Kompott? Einen habe ich noch. Nein! Nur Peter, ich komme durchs Spiel. Wirklich, ich komme durchs Spiel und gebe dir so eine Schelle. Jetzt darf ich mich extra mal nach Hause bewegen. Durch den kurzen Weg nach Hause. Und den Kompott holen, den ich noch hier habe. Sei froh, dass ich das extra gemacht habe. Manchmal hasse ich ihn, ne? Also, wirklich. Auf ein neues. Hallo. Ich wette, du hast Großhunger. Nein, nur ich. Ja, nur du. Natürlich, wer sonst? Ey, das könnt ihr euch nicht ausdenken hier in diesem Spiel, ne? Also wirklich. So, wir stellen jetzt mal kurz eben die Sachen her. Rettich und Dingens brauchen wir dafür. Rettich und Karotten. Weg. Einmal sortieren. Einmal improvisieren. Wir wollen das einmal. Und das. Ohne irgendwas zusätzlich. Ne? Ja. Rettige Karotten, kein Set. Gut. Sehr schön. Ah. Krautsalat hergestellt. Das kriegt dann die Alte. Dann können wir das mal das andere wegpacken. Hier die 54 normalen Dinger. Brauchen wir ja nicht. Warum habe ich so viel Eisenerz von mir? Ah, für wegen Plague. Stimmt ja. Uns fehlt aber tatsächlich zum Kaufen Mehl und Öl. Habe ich jetzt nicht geguckt, ob wir das kaufen können. Weil da könnten wir nämlich Tempura herstellen. Hallo, Zutaten. Öl, ja. Öl können wir aber schon. Aber ich möchte gerne Mehl kaufen. Aber dafür brauchen wir Weizen. Und Weizen verkauft er jetzt auch gerade nicht. Und wir bräuchten... Ja, Shiitake können wir vergessen. Gut. Sonntag hat der Schnickschnackladen hat zu, ne? Ne, der hat auch noch auf. Um 15 Uhr. Machen wir ein Nickerchen bis 15 Uhr. Gucken wir mal, was der zu verkaufen hat. Und wenn der nichts Gutes verkauft hat, dann werden wir wieder den Tag überspringen.
Denn es fehlt nur noch Raviola zum Verschenken von Zeug. Einmal hier ein Pilz, sag ich schon, Tierkeks. Und was hast du für, wir haben jetzt Winter, Winter zu verkaufen? Rettich, Gras, Weizen, wir könnten ja selber Weizen herstellen, aber Weizen dauert zu lange. Deswegen. Wisst ihr was, wir stellen erstmal Weizen her. Ist eben egal, ich würde gerne daraus Mehl herstellen, damit wir Tempura machen können. Und nachdem wir das angebaut haben, gehen wir ratzen, ne? Da beginnt nämlich, da kann ich nämlich den nächsten Part nämlich mit der Schatzsuche beginnen. Darauf freue ich mich schon sehr, weil wir den hatten, das hatten wir noch nicht. Ne, wir haben es dabei, sehr gut. Und zwar Weizen, damit wir Mehl machen können. Wie lange brauchst du? Weizen braucht 15 Tage. Ja gut. Wenn ich dich finde, da bist du doch. Aber dafür wechselst du dann regelmäßig, ne? Das ist auch dein guter Vorteil. So. Dann gehen wir hier mal rein, alles gießen. Die Auberginen kommen auch langsam. Stimmt, die brauchen wir ja auch. Aber die habe ich ja angepflanzt extra. Und dann gehen wir jetzt schlafen. Ne? Gut. Kurz überlegt gehabt, ob ich jetzt lieber doch den Tag durchmache. Aber dann dachte ich mir so, komm. Ich möchte ja auch weiter. Ich möchte ja eigentlich mal die Story. Ich möchte ja selber wissen, wie die Story endet. Es ist ja nicht so, dass ich das einfach schnell durchraschen möchte. Ich möchte selber sehen, wie sich wie die Story hier am Ende sich auflöst. Das ist das Ding. nicht, dass ihr anfängt, mir zu unterstellen, ich möchte nur durch das Let's Play beenden. Ich möchte ja selber irgendwann mal auch wissen, wie die Story endet. Ohne mich spoilern zu müssen bei anderen Let's Plays, ne? Das ist das. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen... Deswegen, wenn ich privat spiele, da hätte ich das schon längst beendet. Da hätte ich einfach nur noch genau das gemacht, was ich für nötig halte. Und dann wäre Ende. Wahrscheinlich. Ich kenne mich. So, wo sind denn die? So, gut. Honig müssen wir jetzt nicht erstmal noch nicht herstellen. Wir haben jetzt noch genug Kompott. Ah, die sind wie schon wieder bereit. Wie gesagt, von den Kühen werde ich nur noch Spongy melken. Wegen den Herzen. Oh, ist dein Ernst. Ich brauche ein Lager hier unten. Ich würde gerne das Lager irgendwie wegschleppen. Komm, tu jetzt einfach da rein. Ist egal. Habe ich die jetzt alle mit Tierkeksen gefüttert? Das ist die Frage. So. Ja. Gut, jetzt werdet ihr eine neue Bürste und dann hat sich's, ne? Ich weiß nicht, was ihr für Tiere seid ohne Fell. Ich glaube, ihr sind Schweine. Angemalte Schweine. Ne?
Und wenn die Kühe keine Flecken hätten, würde Tamei auch denken, das sind keine Kühe. Das sind auch angemalte Schweine. Also, jetzt mal wirklich. Das wurmt mich halt wirklich. Maria, Iggy, Drechsel, Soda, Spongy, gib her deine Milch. Und Banzai, so. Habe ich euch alle schon jetzt hier gefüttert? Das ist die Frage. Nee, okay. Boah. So. Dann haben wir es ja schon gleich 9. Machen wir uns auf den Weg zu Dingens. Wehe, sie ist jetzt auch schon auf 6 Herzen, weil ich möchte vorher einmal die Schatzsuche erlebt haben. Bevor die Story endet. Bevor das Story-Ende anfängt. Mein alter Mann ist bereit für einen kleinen Happen. Ja, hier, bitteschön. Meine Güte, für mich, ich mag alles, was du mir bringst. Daran ist einfach zauberhaft, danke. Und sie hat 6 Herzen. Wir dürfen jetzt nicht zu Wena, oder? Ich glaube aber, das hat mehrere Story für Dinger, ne? Ich glaube, das Ende ist in mehreren Teilen unterdingstet, oder? Das ist die Frage. Die Frage aller Fragen. Sie ist auf 6 Herzen jetzt, ne? Raviola? Nein, sie ist immer noch bei 5. Ich dachte schon. Ich habe gerade Angst gehabt. Weil ich würde gerne noch das Hundeschatzsuchen-Gedöns wissen, was das ist, bevor die Story endet. Das hätte ich schon gerne im regulären Let's Play. Was suche ich eigentlich gerade? Das hier, genau, das Kompott. Dip, 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 Kompott. Bitteschön. Für mich, oh danke sehr, ich liebe es. Was für ein aufmerksames Geschenk, ja. Aber wir haben es schon beschenkt. Fällt mir gerade mal so ein. Harmon. Der ist hier. Weil er kriegt auch seine Kartoffel. Natürlich. Ist der gute Bull zu Hause? Der ist zu Hause, also zumindest wird auf der Karte angezeigt. Den würde ich gerne mal Milch geben. Da. Weil könnte er bestimmt gut gebrauchen. Bull? Oh, ist doch euer Ernst hier gerade. Leg dich in den Schnee. Bull! Natürlich ist er nicht zu Hause. Wer hätte das gedacht? Gut. Harmon ist aber zu Hause, oder? Auch im Natura-Dingens. Okay, ja. Die Menschen lock. Da ist Bull. Der starrt ins Leere und fragt sich... mein Leben. Das ist für mich das, was du gehst. Vielen Dank, ja. So, damit. Ja, was auch immer. Damit haben wir das jetzt schon mal erledigt. Harmon müsste ja auch irgendwie sein. Da unten steht er doch. So ganz alleine. In der Ecke. Ja, immer. Und somit ist Harmon auch jetzt auf 6 oder 7. Ne, 6, ne? Harmon ist ja auch auf 6 Herzen. Das ging relativ gut. Ich hoffe, da müsste Raviola jetzt auch bald nachziehen. Weil das Raviola, Harmon und Wena sind halt am Ende wichtig für die Story. So, ich würde sagen, hier beende ich den Part. Ich werde jetzt nochmal überall rumlaufen und mal die Leute beschenken. Wenn nichts passiert, sehen wir uns an dem Tag hier wieder. Und...
Ja, wir sehen uns am den Tag sowieso wieder, weil da ist Hundefest. Die Schatzsuche möchte ich euch nie entgehen lassen. Ich bin ja selber gespannt. Ja. Ich werde das noch über rumlaufen, die Leute beschenken. Die Tiere habe ich auch schon gemacht. Und ja, dann war es das für die. Ach, Schneeglöckchen will er. Okay. Dann war es das von meiner Seite. Ich bedanke bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und Kommentar da und abonniert, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.